Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Dark Dragon and the Sword of Light. Und heute werden wir Garuf besiegen, beziehungsweise in diesem Kapitel. Das heißt innerhalb der nächsten Parts. Das Kapitel soll wohl eines der leichtesten sein. Ja, aber ich glaube, dass es uns nicht so gehen wird, denn wir haben Starlight nun mal nicht. Ihr wisst schon, den Zauber. Und wir können nicht so viele Einheiten mitnehmen. Okay. Dann will ich doch mal sagen, dass ich die Ork gerade mal hier... Oder... Den lassen wir hier. Also, Merrick kann dieses Mal weiterentwickelt werden. Das wird sehr cool. Ich würde eher sagen, die mit Level 20 können da bleiben. Lawrence auch, weil wir haben es eher mit Magiern zu tun, glaube ich. Da ist, wäre er nicht so wichtig. Ha. Oguma wäre halt nicht schlecht. Duga brauchen wir auf gar keinen Fall. Da nehme ich noch Oguma mit. Okay, los geht's. Marv. Du hast es also endlich geschafft und bist hierher gekommen. Ich bin Garuf. Ich habe schon auf dich gewartet. Ja. Ja, durch den Befehl für mich, dass ich quasi die Welt für mich beanspruche, ja, habe ich dich leider, muss ich dich leider töten. Selbst Medius, der Schattendrache, kann mir nichts mehr anhaben, weil solange ich Falcon und Marv habe, kann ich Medius kontrollieren. Komm her, Marv. Töte mich, wenn du den Falcon haben willst. Ja, wäre schon ganz nice, aber ihr wisst ja, Leute, was passiert ist. Ich habe Starlight nicht. Oh, oh. Da ist er. Das ist Garuf. Eigentlich hat er gar nicht so gute Werte, finde ich. Aber trotzdem wird er ziemlich stark sein. Ich weiß nämlich nicht, ob wir ihn ohne den Starlight-Zauber überhaupt besiegen können. Und wenn nicht, dann kriege ich halt Falcon nicht. Wichtig ist, dass wir den töten, denn von dem bekommen wir den geilen Priesterring, mit dem können wir danach Merrick weiterentwickeln. Also der ist ganz wichtig. Und genau, das sind hier quasi Garuf-Fälschungen. Und das ist der echte Garuf. So, dann haben wir noch ein paar Priester. Also eigentlich soll das Kapitel echt nicht schwierig sein. Es sieht auch ehrlich gesagt nicht schwierig aus. Oh, hi. Ich habe euch übersehen. Ja, gut. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich mal. Also mal schauen, ob wir auch Garuf so besiegen können. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber wir werden es ja alle sehen. So, hier haben wir unseren neuen Drachenritter. Shida, endlich weiterentwickelt. Mhm, richtig geil. Flap. Oh, ich könnte mal ein Safe State machen. Ich denke, wir brauchen für dieses Kapitel 3 Parts. Also nicht so lang wie fürs letzte. Das letzte ging doch länger, als ich dachte. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe einfach gezockt und habe es gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verging. Danach waren es, glaube ich, auch schon wieder 5 oder 6 Parts für Kapitel 22. Ah ja, passiert. Also, es ist aber nicht schlimm, wenn wir Falcon nicht haben. Also im Guide stand, man kann Medius auch sehr, sehr gut ohne Falcon besiegen. Das sollte wohl gar kein Problem sein. Es ist halt etwas schwieriger, aber trotzdem noch gut möglich, ihn auch ohne Falcon zu besiegen. Mit Falcon ist es dann halt wesentlich leichter. Ja, da hinten hat es ein paar fiese Zauberer. Soweit ich weiß, dürften auf der Map hier auch keine Reinforcements kommen. Was auch schön ist, hier sieht man auch die Wüste, ne? Weil wir haben ja im letzten Part gesagt bekommen, dass TB mitten in der Wüste von Kadin liegt. So, ja, Abel und so, die muss ich gar nicht mehr leveln, die sind eh schon gelevelt ohne Ende. Tiki war, glaube ich, auch, ja, Level 10. Also wir kommen unserem Ziel näher. Unser Ziel ist ja, Medius zu besiegen.
Gut, dann gehen wir mal. Mal schauen, was der Gegner so drauf hat. Aber das Kapitel ist wohl eines der coolsten auch. Also ich finde, ja, ich denke mal, wenn man Starlight hat, ist es auch viel cooler. Aber optisch ist es auf jeden Fall ziemlich geil, finde ich. Ja, also für damals eine fette Festung hier. Ist doch richtig gut gemacht, finde ich. Ich finde es cool. Okay. Da kommen sie schon alle an. Sollen sie herkommen? Ja, kommt her, Leute. Mhm, ja, die kommen jetzt einfach alle näher, denke ich mal, oder? Nee, enemisiert. Das heißt... Oh, okay, die Helden kommen auch. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr gut, dass sie alle ankommen. Das ist perfekt. Weil da kann ich Garnet nämlich ganz in Ruhe besiegen. Wenn die nämlich jetzt schon alle ankommen, habe ich dann keine Probleme mehr. Aber was willst du? Gegen Hadin will er kämpfen. Macht keinen Schaden. Hätte mich aber auch gewundert, weil er immerhin ein Eisenschwert hat. Ein HP. Wieso immer der eine einzige? Egal. Hadin. 44 XP. Oh, und wir kriegen einen Dorki. Brauchen wir den? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, die kommen alle näher. Ich schau gerade, aber ich glaube, wir brauchen keinen Dorki. Ah, hier hinter ist ein Secret Shop. Also wenn ihr einen Dieb habt, dann könnt ihr hier mit der Member Card, die gibt es in Kapitel 17 irgendwo, dann könnt ihr hier richtig fett einkaufen, denn in diesem Secret Shop gibt es alle alle Klassenwechsel-Items. Ja, also da könnt ihr richtig geil was machen. Ich habe aber leider nun mal keinen Dieb. Deswegen ist das für mich sowieso irrelevant. Gut, was machen wir jetzt? Ich will eigentlich gerne Hadin. Er kommt schon nach oben und kann schon mal den Sniper ausschalten. Das ist ziemlich gut. Das macht er doch mal bitte. So, der zweite Safe State. Aber echt sehr schön, dass die alle ankommen. Da kann ich ihn nachher richtig geil ausschalten. Oh, das, ich töte ihn nicht, wie ich gerade sehe. Da muss ich doch Silber benutzen. Auf geht's. Hadi, Mann. Ja. Oder ich töte ihn, glaube ich, trotzdem nicht. Ja, ich töte ihn trotzdem nicht. Aber trotzdem gibt's einen Level up. Ein Waffenlevel, Speed und Luck. Gordon, kommst du vielleicht schon hoch? Schade. Schade, schade. Dann kommt Tiki mal gerade auch noch mit nach oben. Ja, die ganzen Freunde hier. Lass sie erstmal alle ankommen. Vielleicht kann Sheila gegen die sehr schön kämpfen, was richtig geil wäre. Weil Sheila möchte ich auch noch gerne etwas leveln. Logischerweise, sie hat ja gerade mal Level 1. Wurde ja frisch weiterentwickelt. Ja. Die anderen haben hier, glaube ich, alle Level 20. Krass, aber wahr. Ja, oh Mann, ich bin schon echt aufgeregt, ob wir Garnet jetzt besiegen können oder nicht. Ich habe echt gar keine Ahnung. Wäre echt cool. Weil ansonsten, weil Falcon ist ja auch irgendwie so eine coole Waffe, ja? Die gibt es ja auch später in Fire Emblem Awakening. Ist halt irgendwie so eine wichtige Waffe, so eine Fire Emblem Standardwaffe, sag ich mal. Wäre halt echt cool, wenn wir die haben würden. Jetzt nicht nur, um den Boss leichter zu killen, sondern so generell. Ist halt cool, wenn man Falcon hat. So, Ende. Der Enemy greift an. Ja, da kommen sie alle an. Sehr schön. Und die Zauberer kommen jetzt auch nach und nach. Was
Was haben die eigentlich für Zauber? Ich habe das gar nicht nachgeschaut. Na, welche Zauber habt ihr? Ja, das war klar. Dass der jetzt nochmal angreifen will. Ja, lass ihn. Ich lass ihm mal seinen Spaß. Okay, der greift mal wahrscheinlich an, wie immer. Ja, Elfenfeuer. Damit sollte er eigentlich nicht treffen. Ja. Okay. Gut, gut. Dann einmal ein Safe State, bitte. Und dann Tiki. Möchte ich, dass sie den Scharfschützen erledigt. Sollte sie auf jeden Fall schaffen. Dürfte kein Problem sein. Genau. Perfekt. Gibt es nämlich nochmal 48 XP. Die sie gut gebrauchen kann. So, jetzt ist die Frage, kann Sheila diese Typen töten? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nichts gegen Sheila, aber sie hat zwar Power 9. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie 28 Schaden mit zwei Zügen reinhauen kann. Oh, oh, ich habe mich getäuscht. Sie kriegt's hin. Schatz ausgewichen und finishen. Tatsächlich. Ey, hätte ich nicht gedacht. Tut mir leid, dass ich dich unterschätzt habe, Sheila. War ja nicht so gemeint. Okay, Gordon. Der coole Sniper-Boy. Ist es Gordon oder Georg? Georg, eben. Haha. Der Typ hat nämlich, oder sie hat eben Parts, ja. Daran habe ich es erkannt. Hm. Verarschen kannst du mich nicht, Georg. Sie hat nämlich schon Level 20, von daher braucht sie keine XP. Aber Gordon freut sich immer über XP. Oh, okay, ja, die sind wohl ein bisschen stärker, als ich dachte. Vielleicht mit einem Bogan. Bogan. Auf geht's. Haut zwar nicht so viel Schaden rein, leider. Aber ist trotzdem stark. Also ich treffe zumindest zu 100%. Jetzt hat der mir leider ein bisschen was abgezogen. Das ist natürlich nicht so geil. Ich lasse es trotzdem erstmal. Ja, ich merke schon, ich könnte die jetzt alle umbringen. Will ich aber gar nicht. Ich will ja leveln. Leveln lassen, besser gesagt. Von daher lasse ich den erstmal. Ich hoffe, die greifen eh Marv an. Denn Marv kann, hält der Hetz eh aus und ist auch stark genug. Okay. Ja, sie greifen tatsächlich Marv an. Also wenn der trifft, dann weiß ich auch nicht. Eben. So, jetzt wird Sheila angegriffen. Oh ne, der Bogan wird angegriffen. Macht auch 5x2 Schaden, was nicht ganz schlecht ist. Okay, die greifen auch Marv an. Mit dem Thunder. Thunder. Ja, der trifft, das war relativ klar. Thunder hat eine hohe Wahrscheinlichkeit zu treffen. Ja, die da oben kommen auch immer weiter. Das können sie machen. Der wird jetzt angegriffen. Oh, okay. Riff. Weich aus, Junge. Perfekt. Ja, der weicht so oft aus. Das ist echt nice. Okay. Ende. Ende, Ende, Ende. Gut, was machen wir jetzt? Der ist fast down. Das heißt, den wird sich mal... Ah, kann Gordon den überhaupt töten? Wir können es ja kurz nachschauen. Silber ist das Maximale, was er raushauen kann an Schaden. Und wenn das nicht reicht, dann kann er ihn nicht töten.
Silber, komm schon, Gordon. Reicht nicht. Schade, schade, schade. Oder kann er Steel machen? Steel und zweimal angreifen, das wird auch cool. Ach komm. Dann lassen wir es halt mit Gordon. Ich hab's ja nur gut gemeint. Ich bin mal wieder bestraft dafür. So, dann kommt halt Ziki nach unten, ja. Und Gordon haut mal ab. Dann lasse ich aber gerade nochmal Sheila angreifen. Denn sie kann hier noch den Typen erledigen. Oder Sheila, komm schon. Was machst du? Bams. Okay, mach Wall Cannon. Aber ich weiche natürlich aus. Und schlitz ihn weg. Sehr schön. Gut. Sehr, sehr gut. Kann Hardin noch einen töten? Ich meine, bis die Einheiten da oben kommen, dauert es eh noch. Hardin sollte aber, wenn er eine Weiterentwicklung angreifen. Oder warte mal, ich kann ja mit Georg vorschwächen. Oder tötet sie? Nee, nee. Sie tötet nicht, oder? Nicht, wenn ich Steel nehme. Mit Silber vielleicht, mit Steel glaube ich nicht. Oder probieren wir es mal aus. Ich denke nicht, der hat echt viele KP. Ja. So, sehr schön ausgewichen. Oh, oh. Ich darf nur einmal ziehen. Nicht saven. Nicht saven. Dann werde ich doch zu Silber greifen. Ja, da die Typen leider mehr Speed haben, als ich dachte. Kriege ich sogar zwei Treffer, oder? Nee, kriege ich nicht. Okay. Dann passt das so. Und jetzt könnte Hardin finishen, Fragezeichen. Mit Silberlanze. Mit der Silberlanze kriegst du es hin, oder Hardin? Also die Silberlanze ist eine sehr, sehr starke Waffe. Das sollte es doch klappen, oder? Ja, ach komm, ach, das ist echt eine Verarsche, ganz ehrlich. Immer dieser eine HP. Dann werde ich doch mal Wendel angreifen lassen, doch Wendel. Mach mal einen Freeze. Dann ist er noch schwächer und danach kann Hardin finishen. Ja. Ja, Speed 20, mein Freund. Da kommst selbst du dagegen nicht an. Gut. Dann Hardin. Bringst es hier bitte noch zu Ende, was du angefangen hast. Ja, das Silberschwert reicht auch, denke ich. Da treffe ich besser. Sollte auf jeden Fall reichen, denke ich doch, oder? Come on. Eben, 15 Schaden. Sehr schön. Gibt 48 XP nochmal für mich. Das lässt sich doch sehen. Gut, dann haben wir jetzt hier noch zwei Einheiten. Gordon wird mal ganz schnell einen Rückzieher machen, weil er tatsächlich fast keine HP mehr hat, wie ich gesehen habe. Von daher Recover. Und schon ist er wieder voll. Gut, wie machen wir es hier? Ich habe noch Merrick. Mit Tyrone? Nein, mal schauen, ob die Zauber nachher was gegen Garneth bringen. Denn nicht, ist auch nicht schlimm, wie gesagt. Herzenot. Der ist ja nicht der, der auf dem Thron sitzt. Ich muss nur den auf dem Thron töten und danach gleich besetzen. Und kann so Garneth sehr schön umgehen. Also das funktioniert so super. Warte mal, kann er vielleicht auch den hier umhauen?
Das wäre natürlich perfekt, weil das ist die eindeutig stärkere Einheit. Der ist immerhin schon weiterentwickelt. Kriegst du das hin? Komm schon, Oguma. Der kriegt das wirklich hin. Lol. Ich sag ja, der Typ ist OP. Oh, er kriegt's doch nicht hin. Ja gut. Dann halt nicht. So, aber ich könnte den jetzt... Ich könnte beide finishen. Also wenn es drauf ankommt, sollte das kein Problem sein. Ich will nur kurz nachschauen, ob ich nicht noch einen mal einen Zug überleben kann. Und danach könnten noch mal die Einheiten, die noch Erfahrungspunkte sammeln wollen, da noch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Wäre halt cool. Oder die greifen vielleicht eh wieder mal an. Mal schauen. Okay, so langsam kommen auch die Einheiten hier runter. Aber das können sie ja, nicht wahr? Ja, hauen wir eine rein. Passt. So, wie schaut's bei euch aus? Okay, der haut noch ab. Ich weiß, der Part ist vorbei. Ich werde ihn auch sofort beenden nach diesem Zug. Und das wäre jetzt. Ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen dieses Parts und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zu Fire Emblem Dark Dragon and the Sword of Light mit Kapitel 23. Ciao, schönen Abend noch.